Probleme mit geistigen Spinnweben? Hier im Laden im Haupthaus gibt es noch Spinnwebenferner. Ihr solltet schnell zuschlagen, bevor sie alle ausverkauft sind. Ich habe Nils gesehen, wie er durch ein Loch in die Mädchenhütte geguckt hat. Ich verstecke mich. Und ich dachte... Oh, Nils. Dann lässt du das Loch in mein Herz gucken. Traumwatte im Sonderangebot im Hauptladen. Hört ihr? Traumwatte, sehr bekömmlich. Man sollte stets die Taschen voll haben, um seine geistige Gesundheit zu stärken. Vergesst nicht, die Unterlagen für die Schnitzeljagd auszufüllen. Es gibt wirklich tolle Preise für den Sieger. Thank you.
Okay, ich bin bereit zu lernen, wie man wirklich kämpft. Oh, wirklich? Was ist? Nichts. Ich dachte nur nicht, dass du mein Angebot annehmen würdest. Normalerweise schreckt das Kinder ab. Nun ja, mich aber nicht. Ich bin bereit, für mein Lager zu töten. Tut mir leid, ich kann dich nicht ausbilden. Agentin Vodello würde mich umbringen. Was ist schon dabei? Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Du hast ja nicht einmal eine Scharfschützen-Lernerlaubnis. Das kostet mich meinen Job. Ich beschaffe eine. Selbst wenn du den Geheimgang da benutzen würdest, um in sein Versteck zu gelangen, würde dir Agent Kruller niemals eine Scharfschützen-Lernerlaubnis ausstellen. Agent Kruller? Nicht mal in einer Million? Bin schon weg. Ich rede nur mal schnell mit Agent Kruller. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kruller? Fahren wir sofort. Meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Agent Kruller? Na, was macht die Ausbildung? Sascha sagt, ich müsse lernen, besser zu kämpfen. Du sollst fortgeschrittene Kampftechnik lernen? Am ersten Tag? Ja, ich hatte eine Vision von einem riesigen Monster mit gelben Augen und einem großen Maul voller Reißzähne. Hat es vielleicht irgendwas nach dir gespuckt? Ja, ich denke, es war ein alter Taucherhelm oder sowas. Ach so, Ja, dann solltest du wohl gewappnet sein. Warum? Was geht hier vor? Nichts weiter. Im Geiste stets bereit. Das ist das Motto der Psychonauten. Hier, das ist eine Scharfschützen-Lernerlaubnis. Sie funktioniert nur, wenn du in Saschas Verstand bist. Sobald du das Training geschafft hast, erhältst du das echte Abzeichen und kannst deinen Psi-Schlag überall einsetzen. Danke. Psi-Schlag? Lass dich überraschen. Und jetzt ab, sonst wird das Lager noch von glotzäugigen, müllspuckenden Monstern überrannt. Jawohl, Sir. Ich sollte gehen. Habe noch viel zu tun. Viel Glück, Rasputin. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kruller? Zu Agent Nines Labor, bitte. Mit Vergnügen.
Okay, ich hab sie. Sehen Sie? Ausgezeichnet. Gut, das soll mir reichen. Bist du wirklich bereit dafür? Das könnte verdammt gefährlich werden. Jawohl. Werden Sie mich in Ihren Verstand ziehen, so wie es der Coach gemacht hat? Ich will ja keinen beleidigen, aber dann kriegst du mal einen ordentlichen Verstand zu sehen. Willkommen in meinem Hirn. Huh? Sieht so leer aus. Ich meine... Hier gibt's mehr, als du denkst. Doch ich habe gelernt, meine Gedanken zu kontrollieren. Und genau das werde ich dir auch beibringen. Kontrolle, Gefühle, Ängste, deine Wut. Du musst lernen, sie zu kontrollieren, zu fokussieren, konzentrieren und zu entfesseln. Als Therapie? Nein, als Kampfkraft. Sagen wir einmal etwas ganz Schreckliches springt dich an. Es ist so widerwärtig, dass es einfach sterben muss. Ah, oh, eklig. Ich kann nicht direkt hinsehen. Doch ich kontrolliere diese Gefühle. Fokussiere sie. Konzentriere sie. Und... Und die Welt ist ein besserer Ort. Jetzt du. Gut gemacht, Raz. Gut gemacht, Raz. Exzellent. Ein Sieg des guten Geschmacks. Jetzt geht es um Präzision und exaktes Zielen. Sagen wir, mehrere Gegner greifen dich gleichzeitig an. Aber du musst sie alle der Reihe nach vernichten. Erledige die Monster in der vorgegebenen Reihenfolge, dann geht es zur nächsten Lektion. Guter Schuss, Raz, aber du machst es dir schwerer als nötig. Lerne mit deinem geistigen Fokus, Ziele zu erfassen. Dann fällt dir Anvisieren und Ausweichen viel leichter. Versuch's noch einmal und erfasse ein Ziel mit dem geistigen Fokus. Komm, fokussiere. Versuch's nochmal. Gut, nochmal. Gut, nochmal. Und nun. No. Hast du das in deiner Vision gesehen? Ja. Es schien mir in meinem Kopf viel größer zu sein. Klar, Probleme sind in unserem Kopf oft größer als in Wirklichkeit. Das war eine wichtige Lektion. Aber... Dies ist ein Sensor, ein wichtiger Teil des Verstandes gesunder Menschen. Sensoren durchstreifen deine Psyche nach Gedanken, die dort nicht hingehören. Halluzinationen, Manien, Wachträume. Die Sensoren jagen sie und streichen sie weg. Warum sind die hinter mir her? Ich bin keine Manie. Aber du bist ein Fremdkörper in meinem Verstand. Technisch gesehen gehörst du hier nicht hin. Aber ich wurde in meinem eigenen Kopf angegriffen. Gut möglich, dass der Gehirnmixer schlecht funktioniert. Oder dass du wahnsinnig bist. Wir testen das später. Fürs Erste, na, schießen. Na, recht so. Ich habe ihn getötet. Er war nur ein Gedanke, den ich hatte. Er ist nicht tot. Er hat seine Grundform angenommen. Rohe psychische Energie. Absorbiere ihn. Ist gut für deine geistige Gesundheit. Wenn du diese Energie absorbierst, steigert sich deine mentale Gesundheit. Aber bei einem Psi-Schlag verbrauchst du deinen Zerstörungswillen. Halte also Ausschau nach diesen kleinen geballten Klumpen roher psychischer Aggression. Absorbiere sie, um immer über genügend Feuerkraft zu verfügen. Ich lasse die Maschine jetzt an, damit du üben kannst. Du musst 1000 Sensoren vernichten, um dein Scharfschützenabzeichen zu bekommen. Komm jeden Tag her und übe fleißig, dann schaffst du das locker in knapp 3 Wochen. 3 Wochen? Ich habe nur ein paar Tage, um alle Abzeichen zu machen und ein Psychonaut zu werden. Bedächtig und zuverlässig macht das Rennen, junger Freund. Und jetzt übe. Bedächtig und vorsichtig.
Oh, Mann. Das dauert ja ewig. Lässt sich das denn nicht beschleunigen? Sie kommen jetzt schneller raus, aber immer noch nicht schnell genug. Immer noch nicht schnell genug. Papa. Raz, was machst du da? Das ist keine Kontrolle. Das ist Chaos. Ich muss das beheben. Du bleibst hier und dezimierst sie, so gut es geht. Rasputin, siehst du diese Ventile? Da kommen die Zensoren raus. Schließe die Ventile mit einem Psi-Schlag und bring den Bereich unter Kontrolle. Help!
Gut, du hast sie alle erwischt. Oh nein, du schließt das eine Leck und ein anderes öffnet sich. Also gut, um die müssen wir uns auch noch kümmern. Hey!
Ich habe alle Zensorausgänge von Sascha blockiert. Das muss ich ihm erzählen.
ei, ei! Genug Unfug, Rasputin. Vernichte ihn. Rasputin! Die kleinen Sensoren bessern seine Stärke auf. Du musst sie aufhalten. Irgendwie versorgen die kleinen Sensoren den Großen mit neuer Energie. Zieh mich ab und leg mich hin! Hey! Es reicht! Vernichte die Ventile, aus denen die kleinen Sensoren strömen, Rasputin. Uff! Schieß auf die Ventile. Es hat keinen Sinn, auf die Monster zu feuern, wenn nicht jedes Ventil zerstört ist. Ach! Ei, 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 ei! Ah! Rasputin! Ab und leg mich hin! Setze deinen geistigen Fokus ein, um die Ventile als Ziel zu erfassen und dann draufhalten. Ei, 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 ei! Sag mal, Rasputin, kommst du wohl an meine Tasche, um mir meine Zigaretten zu geben? Genug Unfug, Rasputin. Vernichte ihn. Ei, 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 ei! Rasputin! Zieh mich ab und leg mich hin! Pass auf! Pass auf!
bekomme ich also eine Ansprache und lerne eine neue Lektion. Nein, hier ist ein Abzeichen. Lass uns nie wieder davon reden. Ich will noch weiterschießen. Schon gut. Genug mit meinem Verstand. Den werden wir jetzt für eine Weile verlassen. Jetzt ist deiner dran, ja? Geh zum Gehirnmixer, wenn du bereit bist. Okay. Stellen wir uns meinen großen Taucherhelm spuckenden inneren Dämonen. Ganz recht so. Wo ist er hin? Habe ich mir das alles bloß eingebildet? Ihr seid meine eigene Schöpfung. Ich befehle euch aufzuhören. Mist, das klappt anscheinend nie. No.
Keine Angst, Dogen. Ich komme hoch und rette dich. Was läuft da schief, Herr Rasputin? Keine Zeit jetzt, Sascha. Ich muss diesen entsetzlichen Dornenturm hochklettern. Einfach nicht höher. Du musst deine Schwebekraft einsetzen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich wusste ja nicht, dass dir noch die Grundlagen fehlen. Hey! Zum Glück arbeitet hier eine der besten Schweberinnen der Welt. Agentin Milla Vodello, die sinnige Sirene. Genau. Mit diesem Ruderträgerabzeichen kommst du zu ihr ans Dock. Ich versuche herauszufinden, wo die Interferenz herkommt. Komm zurück, sobald du dein Abzeichen erlangt hast.
eifriger Schüler. Wird er auch eifrig lernen oder nur eifrig spielen? Sir, ich bin hier, um zu lernen, Sir. Du willst eine harte Ausbildung? Hm? Jawohl, Sir. Fertigkeiten entwickeln? Jawohl, Sir. Um Teil eines würdigen Teams zu werden? Ja. Jawohl, um ein... Ja. Hausmeister zu werden? Nein. Was? Ich bin hier, um Psychonaut zu werden. Naja, oh, der ganze Gehirnzauber findet oben statt. Hier unten heißt es Dreck entfernen, nicht schweben lernen. Ich hoffe, ihr genießt alle euer glückliches und sicheres Sommerlager hier am Flüsterfelsen. Ich wollte nur sagen, dass draußen auf dem schwimmenden Dock eine Party steigt und alle eingeladen sind. Das ist Schwebetraining, Baby, und ein Riesenspaß. Schnappt euch ein Kanu und kommt zur Party. Wano, hier geht's zur geodätischen Psychoisolationskammer. Eintritt strengstens verboten. Gibt's was Neues im Laden? Sieh dich um! Das ist mein letzter Spinnwebentferner. Na, ich fürchte, dafür reicht deine Stufe noch nicht aus, Junge. Dafür gibt's keine Entschuldigung. Hier gibt's viele Möglichkeiten. Gut, sammle mehr Pfeilspitze. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kruller? Fahren wir sofort. Meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Hiya. Ich habe nicht genug Psi-Karten für eine neue Psi-Aufstiegsmarkierung. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kruller? Zeit zum See zu fahren. Jawohl, Sir, Admiral, Sir. Bist du okay? Ich hatte einen seltsamen, maschinell induzierten Traum über dich. Fernsehen? Ja,
Zuerst lud mich Sascha Nein in sein Geheimlabor ein und... Fernsehen? Er ist ja total hirnlos. Der Traum war echt. Dogan, keine Sorge. Ich weiß, wo eure Gehirne sind. Im Müllschlucker. In diesem irren Traum Dornbusch-Zwangsjackenturm. Hacky weg. Geh du in die TV-Lounge. Ich bleibe dran. Ich brauche nur noch etwas Training für Fortgeschrittene. Und hatte er so ein biegsames Locktentakel, das er verwendet, um Beute anzulocken? Sehen Sie mal, Admiral, ich bin ein Ruderträger erster Klasse. Na, da haben sich all die Wochen im Kanu-Simulator ja gelohnt, was? Jawohl, Sir, Admiral, Sir. Na, dann lassen wir dich mal vom Stapel. Das beste Schiff der Flotte. Ich werde gut darauf aufpassen, Sir. Der See ist nicht so friedlich oder harmlos, wie er aussieht. Fahr nicht zu weit damit raus. Oh nein, das tust du nicht! Hoppla, Pech gehabt! Wo ist der andere Typ hin? Die Schwimmerausbildung hat bereits begonnen. Komm zum schwimmenden Dock, bevor die Party vorbei ist. Da bist du ja, Schätzchen. Keine Sorge, ich habe Kontakt mit deinem Vater aufgenommen. Er holt dich morgen ab. Mein Vater? Oh, ich muss weiter. Das Rennen beginnt gleich. Lilly! Oh, hey, Raz. Sieh mal, ich hab was für dich. Ist vielleicht blöd, aber... Sie haben Dogans Gehirn geklaut. Nö, der ist immer so. Ich hatte einen Albtraum, da sagte dieser irre Wissenschaftler, er wolle es rausnehmen und... War das ein eklig aussehender Freak mit Bademütze und einer Edelstahlklaue mit drei Zinken? Hey, das ist mein Albtraum. Also nicht nur ich? Aber wie? Warum das ganze Fleisch? Ich weiß nicht. Aber es wird Zeit herauszufinden, woher das kommt. Wir treffen uns heute Nacht am alten Bootshaus und reden weiter. Das ist so cool. Ja, wie in den wahren übersinnlichen Sagen Folge 314, wo... Klappe! Agentin Budello? Ich soll mich hier bei Ihnen zur Schwebeausbildung melden. Ich habe schon den Hindernisparcours gemacht und Sascha hat mir das Schießen beigebracht. Von Morceau habe ich nichts anderes erwartet. Aber Sascha? Sascha sagt, sie seien die mächtigste Schweberin, die es bei den Psychonauten je gab. Sascha hat das gesagt? Ich dachte nicht, dass er es bemerkt hat. Nun, Sie wissen ja, ich arbeite nur mit den besten Lehrern. Schmeichler, na gut, Partyzeit. Schau an, wer da kommt. Agentin Budello? Wo sind Sie?
Im Fernsehen natürlich, da wo ich wirklich hingehöre. Schau dir meine Haare an, Schätzchen. Solche Haare müssen doch einfach ins Fernsehen. Schätzchen, schweben lernst du am besten, wenn du es einfach versuchst. Ich gebe dir eine Schwebe-Lernerlaubnis. Sie funktioniert nur, wenn du in meinem Verstand bist. Wenn du meinen Kurs beendet hast, kriegst du das echte Teil, Baby. Zeig mir aber erst, dass du weißt, wie man es benutzt. Und jetzt spring hier hoch und folge mir, Schätzchen. Bei diesem letzten Versuch musst du wirklich richtig fliegen. Wenn du oben in der Luft bist, benutze deine Gedanken als Ballon, um zu schweben. Spring nach diesen Ringen so hoch du kannst und beginne dann das Psi-Schweben. Hab keine Angst, Schätzchen. Hervorragend! Schön, jetzt mal unter uns. Dieser Teil der Party ist ziemlich öde. Finde mich auf der anderen Seite der Party und du kriegst ein echtes Abzeichen dafür. Ein Mädchen darf man nie warten lassen, junger Mann. Muah. Bleib hier auf der Kugel, Res, wenn du höher kommen willst. Und sieh zu, dass sich diese Ringe drehen, Mr. DJ. Du bist das Salz in meiner Suppe, Liebling. Folge jetzt einfach den Blumen und immer schön weiterrollen. Das ist das Thema dieser Party. Falls du je abstürzen solltest, was ich nicht hoffe, lege ich hier eine Rückkehrkugel für dich hin. Spring einfach dort hinein, um rasch wieder hier raufzukommen. Schätzchen, schweb mal hier rüber, ja? Diese Ringe drehen sich nicht und sie ruinieren mir meine Party. Denke daran, das Psi-Schweben einzusetzen. Wenn du mal fällst, landest du dann wenigstens nicht so hart. Danke, Schätzchen. Das ist gleich viel besser. So, und jetzt noch ein wenig höher. Sieh dir mal die ganzen Leute an. Ach, langsam kommt Stimmung auf. Siehst du diesen Aufwind, Schätzchen? Spring hinein, schwebe und sieh zu, wo er dich hinbringt. Oh.
Hey, zeigst du mir, wie man tanzt? Na komm, Baby, tanz! Hier muss ein Hutschachtelanhänger dran. Thank you.
Mensch! Während des Schwebens bist du vor allen möglichen ekligen Sachen geschützt. Aber manche Dinge, wie die Blut, das sollte nicht passieren. Schätzchen, hast du etwa Probleme mit Wasser? Willst du darüber reden? Oh, ist eine lange Geschichte. Später vielleicht. Okay, ich bin immer für dich da, Schätzchen. Aber so etwas ist für Jungen deines Alters völlig normal. Mal sehen, wie schnell du bist, Schätzchen. Bereit? Fertig? Los, Baby, los! Thank you.
hast es geschafft! Wie ein geölter Blitz! Ich bin stolz auf dich, Schätzchen! Bei dem Tempo hast du meine Party im Nu erreicht, oder? Okay, wenn du nach oben willst, wo die Musik spielt, dann musst du in diesem Raum verdammt viel schweben, Baby. Gut, dass du so leichtfüßig bist. In manchen Zonen kriegst du beim Schweben etwas mehr Mpf als gewöhnlich. Setze erneut das Psi-Schweben ein, um diese Ringe zum Drehen zu bringen.
ich denn da? Es ist Rasputin, der rollende Rockstar. Leibhaftig. Und gerade rechtzeitig. Diese Party wäre öde ohne dich, Schätzchen. Hier, ich habe ein kleines Party-Andenken für dich. Man sieht sich, Schätzchen. Danke, Agentin Budello. Und jetzt zurück zum Labor. Dogen retten. Dogen ist nicht im Labor, Schätzchen. Er sitzt in der Hütte mit den anderen Kindern fern. Ich meinte den Traumdogen aus meiner Vision. Wenn ich rausfinde, was mit ihm los ist, erfahre ich vielleicht auch, wer das Gehirn des echten Dogen gestohlen hat. Oh, ich fürchte, der ist immer so. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kruller? Setz mich bei der Haupthütte ab. Oh, bitte bringen Sie mir dann einen Burger mit, ja? Gibt's was Neues im Laden? Sieh dich um! Das ist mein letzter Spinnwebentferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen. Ausgezeichnet! Was kann ich sonst noch für dich tun? Damit kannst du die Farbe etlicher Psi-Kräfte verändern. Zum Beispiel die Farbe der Schwebekugel und so weiter. Nun ja, modischer Firlefanz. Als ich jung war, waren alle Psi-Kräfte grau und das war prima so. Wir waren froh, überhaupt Psi-Kräfte zu haben. Aber... ja, das ist etwas, das jeder junge Psi-Kadett braucht. Damit kannst du die Farbe etlicher Psi-Kräfte... ja, dann... pass auf, du nimmst so einen Psi-Kern und setzt... Traumwatte. Wirklich köstlich, nahrhaft und billig. Ich nehme es. Ausgezeichnet. Was kann ich sonst noch für dich tun? Traumwatte. Ich nehme es. Wirklich ausgezeichnet. Was kann ich sonst noch für dich tun? Das wäre dann alles. Gut. Sammle mehr Pfeilspitzen und komm dann wieder. Unterstütz den Einzelhandel. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kruller? Fahren wir sofort. Meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Oh.
als Anerkennung für deine harte Arbeit, Entschlossenheit und Geistesgegenwart erhältst du hiermit die offizielle Auszeichnung für Telekinese. Mit der Telekinese können wir Objekte mit dem Verstand ergreifen und dann werfen. Mach schon, versuch es einfach. Schnapp ihn dir! Nein, wer hat was von fallen lassen gesagt? Ich nicht. Sehr nett. Jetzt setzt du mich ganz sanft wieder ab und hebst etwas auf, das dir nicht das Gehirn rausbläst, wenn es böse wird. Wow, guter Wurf! Jetzt! Mal sehen, ob du es durch den Reifen schaffst. Sie klingen schon wie mein Vater. Hey, ich habe nachgedacht. Warum hasst der Typ alle übersinnlich begabten Leute? Was haben wir ihm je angetan? Naja, sie haben seine ganze Familie getötet und alle Nachkommen dazu verflucht, im Wasser zu sterben. Oh. Ja. Wenn das mal kein Trauma gibt. Na und ob? Vor allem aber bin ich mir sicher, dass er selbst Psi-Kräfte hat. Ach, nee. Na, daran kannst du zu Hause arbeiten. Aber jetzt, die Reifen. Sei bitte vorsichtig. Sehr nett. Jetzt setzt du mich ganz sanft wieder ab und hebst etwas auf, das dir nicht das Gehirn rausbläst, wenn es böse wird. Oh, toller Wurf. Mach das gleich nochmal. Sei der Mülleimer. Bingo! Okay, letzter Wurf. Genau in der Mitte durch. So, und jetzt will ich dir was zeigen. Heb deinen Mülleimer auf und ziel damit auf die Seite des Wohnwagens. Die Seite des Wohnwagens. Auf die Seite... Oh, sei bitte vorsichtig. Jawohl. Jetzt hast du ein Ziel und... Kabumm! Wenn man was gegen die Wand schmeißt, geht mehr kaputt, als wenn man es auf dem Boden rumkugelt, was? Oh nein, schon wieder ein Zensor. Ja, wie ist denn das hierher gekommen? Wir haben wohl Glück. Er sieht dich noch nicht. Warum haust du ihm nicht die praktische Mülltonne auf den Kopf? Komm schon. Verwende Telekinese, heb die Mülltonne auf und wirf sie nach dem Zensor. Komm schon. Ins Schwarze. So wie es aussieht, hat der Müll ihn rausgebracht. Als nächstes arbeiten wir an deinen schlagfertigen Bemerkungen. Ich habe nicht genug Psi-Karten für eine neue Psi-Aufstiegsmarkierung. Wohin soll ich sie bringen, Agent Kruller? Setz mich bei der Haupthütte ab. Oh, bitte bringen Sie mir dann einen Burger mit, ja?